Gut, wer zu Hause mit Festbrennstoffen heizen kann, statt auf Gas angewiesen zu sein. Warum, das klären wir gleich nach dem Blick auf drei unserer Themen heute. Große Flammen, Feuerwehren waren am Dienstag gefordert. Große Sorgen, Verkehrsunternehmen warnen im Konvoi. Und große Augen, Kinder erhalten verdiente Fabulix-Preise. Glück auf! Es klingt ein bisschen wie im Kindergarten. Russlands Banken wurden von ausländischen Geschäften und Transfers durch Sanktionen des Westens praktisch abgeschnitten. Na gut, denkt sich der Kreml-Diktator, dann fordern wir eben die Bezahlung der Gaslieferungen in Rubel ein. Boah, Vertragsbruch, ruft daraufhin die westliche Welt und weigert sich, weil ja dadurch der Rubel wieder gestärkt würde. Na gut, sagt Moskau, dann könnten wir euch doch den Gashahn auch zudrehen. Ein Dilemma, meine Damen und Herren, das unsere Politik aufgeschreckt hat. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat nun die Frühwarnstufe im Notfallplan ausgerufen. Es gab es im Übrigen noch nie. Es tritt ein Krisenstab zusammen, auch in Sachsen. Hier bemüht man sich auch zu beruhigen. Man sehe aktuell keine Versorgungsengpässe, weder für private Haushalte noch für die Industrie. Trotzdem solle man Energie sparen, wo es auch immer möglich ist. Die Lage sei unter Kontrolle. Nicht so in Auerbach im Erzgebirge oder in Stolberg. Da gab es gestern Abend erstmal mächtig Aufregung. Die Nachrichten. Ein unangemeldetes Lagerfeuer hat am Dienstagabend gegen 20.26 Uhr für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Auerbach auf dem Burkhardsdorfer Weg gesorgt. Der Eigentümer eines Hallenkomplexes hat am Abend ein Lagerfeuer auf seinem Privatgelände entfacht. Da sich nebenan eine große Scheune sowie eine Halle befand, dachten Nachbarn, dass die Scheune oder die Halle in Flammen stehen würden. Umgehend wählten die Nachbarn den Notruf. Die zuständige Rettungsleitstelle in Chemnitz priorisierte den Notruf als Großbrand und alarmierte daraufhin auch zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung sowie die Polizei. Die zuerst eintreffenden Kameraden aus Auerbach konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Bei dem Brand handelte es sich eben nur um ein Lagerfeuer, das allerdings nicht angemeldet war. Und es war so groß, dass die Flammen an die 4 Meter in den Nachthimmel schlugen. Die Kameraden löschten das Feuer. Der Eigentümer hatte die Situation wohl etwas zu leicht genommen. Denn die Flammen hätten leicht auf angrenzende Gebäude übergreifen können. 2 Trupps unter schwerem Atemschutz kamen dabei zum Einsatz. Diese löschten anfangs den Brand mit Wasser. Später wurde noch Schaummittel beigemischt, dass es weiter ins Holz eindringen kann. Die Feuerwehren aus der Region konnten den Einsatz abbrechen. Den Eigentümer erwartet nun eine Anzeige wegen dieser Ordnungswidrigkeit. Die Notfallaufnahme des Kreiskrankenhauses Stolberg ist vorübergehend geschlossen worden. Am Dienstagabend war es hier zu einem Zwischenfall gekommen. Ein 61-jähriger Mann soll zunächst in der Notaufnahme randaliert haben, woraufhin er von Beschäftigten in ein Zimmer gesperrt und die Polizei gerufen wurde. Der Mann hatte sich dann in diesem Zimmer verbarrikadiert und darin offenbar Feuer gelegt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr mit rund 70 Einsatzkräften konnte den Brand zwar schnell löschen, doch der schwarze Qualm durchzog die gesamte, mittlerweile evakuierte Notaufnahme. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt. Nach Reporterangaben sei auch ein Polizist verletzt worden, der den Mann überwältigte. Die Polizei führt weitere Ermittlungen. Wann die Notfallaufnahme wieder ans Netz gehen kann, ist noch nicht bekannt. Am Dienstag haben sich Dutzende Fahrer von Lkw, Bussen und Taxen mit ihren Fahrzeugen zu einem Protestkonvoi zusammengefunden. Medienberichten zufolge sollen es mehr als 150 gewesen sein. Damit wollten sie darauf aufmerksam machen, dass die aktuell explodierenden Treibstoffpreise bei ihnen zu existenzbedrohenden Problemen führen. Das Ende der Fahnenstange sei erreicht,
Ein Euro mehr pro Liter Kraftstoff ließe sich nicht mehr auf die Kunden umlegen. Wir erwarten von der Politik, dass sie uns mal verstehen, was jetzt, um was es hier geht. Die Benzinpreise sind hier mit unseren Unternehmen nicht mehr tragbar. Wir fahren quasi untertarifig. Wir müssten 50, 60 Cent jetzt an unseren Tarifen, was unseren Taxen entspricht, um halbwegs wieder plus zu fahren, aufsetzen. Das wollen wir aber leider verhindern, auf der Regierung zugunsten, weil wir möchten ja für unsere Endverbraucher schützen und wollen unsere Geschäften dabei auch aufrechterhalten. Der Protestkonvoi machte sich auf den Weg vom Ketplatz in Annaberg-Buchholz Richtung Heinzebank und Marienberg. Dort hatten die Fahrzeuge die vielbefahrene Bundesstraße dann für rund eine Viertelstunde blockiert, um ihrer Forderung einer zügigen Umsetzung der von der Bundesregierung beschlossenen Entlastung noch mehr Nachdruck zu verleihen. Der diesjährige Frühjahrsputz im Stadtgebiet Schwarzenberg war für den 2. April angekündigt. Aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen wird die Aktion um eine Woche auf Samstag, den 9. April, verschoben. Sollte der angekündigte Schneefall bzw. Kletter auftreten, sei das Reinigen sowohl für die Helfer auf den Fußwegen als auch für die Kehrmaschine schwer möglich, heißt es zur Begründung aus dem Rathaus. Natürlich kann unabhängig von diesem Termin zu jeder Zeit mit dem Frühjahrsputz vor den eigenen Grundstücken begonnen werden. Die Containerstandorte für den 9. April zur Entsorgung von Laub- und Straßenkehricht von der Reinigung der Fußwege vor den Grundstücken werden noch bekannt gegeben. Weiter teilte die Stadtverwaltung mit, dass Wartungsarbeiten am Schrägaufzug anstehen. Dieser kann darum am 5. April ab 8 Uhr und 6. April bis 16 Uhr nicht genutzt werden, um vom Parkplatz in die Altstadt zu kommen. In Stolberg soll am Freitag, dem 20. Mai, gefeiert werden. Dann findet der Tag der Nachbarn statt. Ein Tag, an dem bereits zum 5. Mal bundesweit dazu aufgerufen wird, durch kleine Aktionen und Feste das Miteinander in allen Nachbarschaften zu stärken. In diesem Jahr solle der Tag der Nachbarn ganz besonders dazu genutzt werden, Zusammenhalt mit den Menschen in der Ukraine zu demonstrieren. Damit seien, so die nebenan.de-Stiftung, alle dazu aufgerufen, nicht nur mit den eigenen Nachbarn zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen, sondern auch ein deutliches Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu setzen. Denn nachbarschaftlicher Zusammenhalt in Europa sei noch nie so wichtig wie jetzt. Anmeldungen für den Aktionstag sind für alle schon jetzt auf der Internetseite www.tagdernachbarn.de möglich. Für Teilnehmer aus Stolberg gibt es Hilfe und Unterstützung unter E-Mail kultur@stolberg-erzgebirge.de oder Telefon 03 7296 44 40. Im Auer Stadtmuseum gibt es einen kleinen Raum, in dem in regelmäßigen Abständen Sonderausstellungen zu sehen sind. Aktuell sind das Fahnen, die allesamt etwas mit der Geschichte der Stadt zu tun haben sollen. Darunter sind Stücke, die als Zeichen für Arbeiter- oder Bürgervereine dienten. Manchmal schon ziemlich verschlissen, auf jeden Fall aber ausgeblichen. Und manchmal mit interessanten Inschriften. Besonders stolz präsentiert das Museum aber eine Revolutionsfahne aus dem Jahr 1848, in der Hoffnung, dass sich ein Sponsor findet, sie zu restaurieren. Es sei aber auch nur ein Bruchteil dessen, was in den großen Depots des Museums lagert. Man habe sich hier auf einen Streifzug beschränkt. Dennoch bereichert es die Dauerausstellung, die die geschichtliche Entwicklung von Aue Bad Schlema nacherzählt. Die Fahne der Auer Kommunalgarde von 1848, ein Streifzug durch die Geschichte der Fahnen, ist bis Mai dieses Jahres zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16.30 Uhr
und sonntags von 12 bis 16.30 Uhr. Wenn wir von Fabulix sprechen, dann weiß, glaube ich, zumindest jeder etwas damit anzufangen. Es ist das Märchenfilmfestival in der Kreisstadt. Zweimal hat das schon stattgefunden, namhafte Schauspieler waren hier schon zu Gast, wunderbare Filme wurden gezeigt und spannende Mitmachaktionen waren vorbereitet. Die dritte Auflage, naja, die war irgendwie verhext. Vor einem Jahr war an Kino ja kaum zu denken. Darum hatten die Macher von Fabulix aus der Not eine Tugend gemacht. Vergangenen Freitag verwandelte sich der Friedrichssaal des Kulturzentrums Erzhammer in eine Märchenwelt. Zauberhafte Fabelwesen und Märchengestalten zogen ihre Kreise. Philipp Albrecht, der Kika-Moderator Ben sowie viele kleine und große Zuschauer wurden gesichtet. Die Gewinner des Schülerwettbewerbs im Rahmen des verhexten Fabulix im vergangenen Jahr sollten prämiert werden. Festivaldirektor Philipp Albrecht erklärte, wie es überhaupt zum verhexten Fabulix gekommen war. Ja, was ist passiert? Wir haben ganz blauäugig gedacht, alles wird wunderschön und hatten schon natürlich große Augen, dass der dritte Jahrgang stattfindet. Und haben auch so eine Weile getan und gemacht, dass wir alles in Ordnung. Wir hatten also unseren Plan, wir haben Filme ausgesucht, wir haben schon natürlich überlegt, was Gäste anbelangt, alles Mögliche. Und natürlich kam dann diese böse Macht, in dem Fall dieses böse Virus, nämlich Corona. Wir haben immer noch gedacht, irgendwie wird das schon gut ausgehen und so weiter. Und haben im Endeffekt seit Januar letzten Jahres unseren kompletten Plan so gehabt, dass wir dachten, alles geht klar. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, das war so im Mai, obwohl wir immer gesagt haben, ja, es geht weiter, dass uns dieser Virus eben diese böse Macht doch eingeholt hat. Und da standen wir davor, dass wir sagen mussten, was machen wir jetzt? Weil wir hätten ja eigentlich komplett aufgeben müssen und dann gesagt, es geht gar nichts mehr. Und dann kam die Idee von unserem Team mit dem verhexten Fabulix. Damit konnte Fabulix zumindest in einem beschränkten Rahmen weiterleben, als Wettbewerb. 12 märchenhaft kreative und außergewöhnliche Beiträge unter dem Motto von guten und bösen Mächten, an denen sich über 80 Kinder aus dem gesamten Erzgebirge beteiligt hatten, standen zur Wahl. Kika-Moderator Ben führte mit seiner locker fröhlichen Art durch die Preisverleihung am Nachmittag und sorgte bei allen für gute Stimmung. Ein großer Jubelschrei ging gleich bei der Prämierung der Sieger in der Kategorie 1 für die Klassen 1 bis 4 zum Thema gestaltete Märchenkostüme durch den Saal. Herausforderung dabei war, die Kostüme einer guten und bösen Hauptfigur eines selbstgewählten Märchens zu entwerfen und dann aus bereits verwendeten Materialien zu nähen, gestalten und mit kleinen Requisiten auszustatten. Freuen durften sich die Schüler der Klasse 3 der Grundschule Grottendorf mit ihren Kostümen zum Märchen Irminfried und die versteinerten Ritter über den ersten Platz, welcher mit 400 Euro Preisgeld dotiert war. Als Sahnehäubchen gab es von der Autorin des Erzgebirgsmärchens Claudia Kurt für die kleinen Künstler noch eine Sonderedition ihrer Erzgebirgsmärchen in Mundart obendrauf. Platz 2 und somit ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro erhielten die Klassen 1 und 2 des Horts der Kita Wirbelzwirbel Schneeberg mit ihren Kostümen aus Dornröschen und die 12 Monate. Über Platz 3 und somit 200 Euro freuten sich die Kinder der Notbetreuung der Klassen 3 und 4 der Grundschule Bildungszentrum Adam Ries mit ihren Kostümen zum Märchen Die Schneekönigin und die Liebe. Da so viele zauberhafte Werke eingereicht wurden, entschied sich die Jury, noch weitere Sonderpreise zu vergeben. So wurde kurzerhand ein Sonderpreis Märchen sowie ein Sonderpreis kreative Gestaltung zu je 150 Euro vergeben. Freuen durften sich die Klassen 3b der Grundschule an der Riesenburg mit ihrem Kostüm Der hässliche Riese
sowie die Kinder der Notbetreuung der Klasse 1a der Grundschule Bildungszentrum Adam Ries mit ihrem Kostüm zum bekannten Kinderbuch Der Grüffelo. Verhext wie Fabulix schien auch der erst vor wenigen Tagen wiedergewählte Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz, Rolf Schmidt, zu sein. Denn eigentlich wollte er zur Siegerehrung dabei sein. Aber die Realität hat uns eingeholt, es gibt gute und böse Mächte, auch im wahren Leben. Und deshalb muss ich heute im Torgau sein und kann leider nicht bei euch sein. Ich habe mir im Vorfeld dann noch alle eure Meisterwerke angeschaut. Und was soll ich sagen? Das gesamte Fabulix-Team und ich auch, wir sind richtig stolz auf euch. Solch kreative und außergewöhnliche Beiträge, die wir bekommen haben von fast 90 Beteiligten. Unwahrscheinlich schön, kreativ und es macht Lust, die ganze Show. Ob im Drehbuch schreiben oder ein Märchenkostüm kreieren, ihr habt eure Fantasie freien Lauf gelassen. Und das, was rausgekommen ist, ist einfach märchenhaft. Richtige Highlights dabei. Ein Preisgeld von 400 Euro räumten die Sieger in der Kategorie 2 für die Klassen 5 bis 8 mit dem Thema Schreibe ein Drehbuch ab. Aus vorgegebenen Anfängen von drei sehr unterschiedlichen Märchen mussten die Teilnehmer wählen und jeweils eine neue Geschichte entwickeln. Der Text sollte jedoch als Drehbuch mit den Sprechtexten der Figuren, Regieanweisungen und Rollen- und Schauplatzbeschreibungen abgegeben werden. Eine echte Herausforderung. Große Freude gab es dazu bei den Achtklässlern im künstlerischen Profil der evangelischen Schulgemeinschaft mit ihrem Werk Rabbi Löw und die verschwundenen Lichter. Doch damit nicht genug, denn zudem gewannen sie dafür den Sonderpreis Erzgebirge, welcher mit einer Summe von 150 Euro dotiert war. Der Sonderpreis wurde für die Verwendung bekannter erzgebirgischer Sprach- und Kulturmittel beziehungsweise Einbindung der Handlung in die erzgebirgische Region verliehen. In diesem Fall hatten die Schülerinnen und Schüler die Handlung nach Annaberg gelegt und ließen sowohl den Rechenmeister Adam Ries, Bergmännern, als auch die regionale Bedeutung des Lichts einfließen. Dabei setzte das gewählte jüdische Märchen auf viele Überraschungselemente und verwendete auch in den Dialogen den erzgebirgischen Dialekt. Auf Platz 2 folgte Lena Roth-Frauenlob und Janine Nestler der Klassenstufe 7 des Landkreisgymnasiums St. Annen mit einer neuen Version des Klassikers Schneeweißchen und Rosenrot und gewannen 300 Euro. Platz 3 belegten das Autorenteam Linda Rebentisch aus der Klasse 6 und Ole Jonas Reim aus der 8. Klassenstufe des Landkreisgymnasiums St. Annen mit ihrem Drehbuch Vom Bergmann und dem Drache. Hier gab es strahlende Augen bei der Scheckübergabe in Höhe von 200 Euro. Eine fabulix-tastische Überraschung wartete am Ende noch auf die Teilnehmer. Alle Klassen, die ihren Beitrag trotz des eingeschränkten Unterrichts pünktlich fertiggestellt und bis zum ursprünglichen Einsendeschluss am 30. Juni 2021 eingereicht hatten, erhielten die Auszeichnung Märchenheld mit einer Siegerprämie von 50 Euro und weiteren Sachpreisen. Somit gab es keine traurigen Märchenhelden, denn alle Wettbewerbsteilnehmer erhielten für ihre fabelhaften Leistungen einen Preis. Die Schülerband Insane des Landkreisgymnasiums St. Annen verzauberte den Nachmittag musikalisch. In voller Vorfreude können sich alle großen und kleinen Märchenfans schon einmal ein dickes Kreuz in den Kalender für nächstes Jahr machen. Fabulix, internationales Märchenfilmfestival, geht in die dritte Runde und findet vom 5. bis 9. Juli 2023 statt und soll noch größer und zauberhafter als eh und je werden. Viele Informationen auch heute wieder in der Bergzeit. Manchmal werden wir sogar gefragt, wie wir mit dieser Informationsflut umgehen, die ja in der Redaktion noch weitaus höher ist, bevor sie für Zuschauer aufbereitet wurde. Ganz einfach, wir sagen da immer, informiert bleiben. Das ist heute enorm wichtig.
Damit Sie das auch morgen wieder sind, sehen Sie ab 20 Uhr die nächste Ausgabe oder schon 17.30 Uhr auf dem Satellitenkanal Sachsen 1. Bleiben Sie also informiert, bleiben Sie gesund. Glück auf! Entdecken Sie Rosaxan, wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.